Die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen, entwickeln und bewahren Schlösser, Gärten, Klöster, Burgen und Kleinode im deutschen Südwesten. Hier wird der kulturelle Reichtum erlebbar. Spannende Spurensuche. Geheimnisvolle Klöster erzählen vom frommen Wunsch nach Ewigkeit. Von der Romantik im Kloster Alpirsbach über die Gotik im Weltkulturerbe Kloster Maulbronn bis zur barocken Pracht der Klöster in Oberschwaben. Einzigartige Erlebnisse. Erleben Sie Führungen und Sonderführungen für jeden Geschmack. Sachkundig, unterhaltsam, spielerisch, hautnah. Vielfältige Feste, Märkte, Vorträge und Konzerte runden das Angebot ab. Große Abenteuer. In Landmärken wird Geschichte lebendig. Wehrhaft, erhaben und exponiert. So präsentierten sich die Burgen wie die Festruine Hohentwiel in Krieg und Frieden und freuen sich heute darauf, entdeckt zu werden. Festliche Augenblicke. Die Monumente sind Bühne und unverwechselbare Kulisse für Festlichkeiten in authentischer Atmosphäre und originalgetreuem Ambiente. Sie schaffen einen einzigartigen Rahmen für Begegnungen. Überraschende Einblicke. Regieren, repräsentieren, residieren. Der Wille zum Ausdruck von Status und Macht schuf ein außergewöhnliches architektonisches Erbe. Darunter einige der prachtvollsten Schlösser Deutschlands, wie das Schloss Heidelberg und das Residenzschloss Ludwigsburg. Genussvolle Momente. Flanieren, Fest und Feuerwerk. Die Gärten sind damals wie heute ein Fest für die Sinne. Jeder der prachtvollen Gärten folgt einer eigenen Melodie. Tauchen Sie ein in die Gartenwelten vom Schlossgarten Schwetzingen bis zum Schlossgarten Weikersheim. Die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden Sie herzlich ein. Erleben Sie die Welt der Herrscher, Ritter und Mönche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.